Heides, der Heilsche und ihr Leid, guckt näher, der Zug fährt los. Und wenn er im Deck nimmt dampft, dann pfeift er laut zum Gruß. Dann pfeift er laut zum Gruß. Trara, tirallala, trara, tirallala, 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 tirallalala. Glück auf, ihr Modellbahnfreunde. Ja, da hat das Heilig-Ohm-Lied gleich wieder eine Strophe gekriegt. Und als erstes, ehe ich es vergesse. Liebe, liebe Freunde, vielen, vielen Dank für die herzlichen und meist positiven Kommentare und vor allem für die vielen kleinen Spenden. Also ich kann es euch schon sagen, da ist der Kalender nächstes Jahr gesichert, sofern wir gesund bleiben. Ja, das war das, was ich gleich zu Anfang sagen wollte. Ja, die Weihnachtszeit ist ja immer eine bisschen märchenhafte Zeit. Ich habe es ja nicht so mit Religion, ich bin ein bisschen lieber der Märchenonkel. Und ja, auch dieser Kalender hat ein bisschen märchenhafte Sachen hervorgebracht. Ja, zum Beispiel, der René hat sich erinnert, als die Baureihe 24 vorgestellt wurde, dass er auch noch eine in der Stube versteckt hat und dass die auch kaputt ist und hat sich natürlich gleich drüber gemacht und hat die wunderbar wieder hergerichtet. René, klicke auf und vor allen Dingen auch danke für die kleine Zuwendung. Irgendwann fließt das wieder bei dir ein, aber nächstes Jahr komme ich bestimmt mal vorbei. Ja, und einen herzlichen Dank an meinen Weihnachtswichtel, den Werner, der hier täglich das im TT-Board verlinkt hat. Auch dir viele Grüße und herzliches Dankeschön. Ja, dann gab es Hinweise, dass natürlich die 56 bei manchen anderen Freunden doch gut zieht. Ja, der Mr. Wissen, dass es da viele verschiedene Varianten gibt und Ausführungen. Tillich hat da immer dran rumgebastelt. Das ist nur so. Bei meiner ist es so und da kann ich auch nichts ändern. Und meine 58er ziehen nicht mehr halt. Kann ich leider nichts dafür. Ja, was gab es noch? Eine schöne Sache war ja noch mit der Baureihe 65. Da hat sich ein Modellbahnfreund gleich aus dem Nachbarort gemeldet, der da die passenden Ersatzteile bestellt hat und die er übrig hatte und hat mir angeboten, die zu bauen. Und wie ihr seht, hier haben wir sie und sie fährt wieder. Einwandfrei. Sie läuft wieder. Wunderbar, auch wieder. Herzlichen Dank, Ralf, nach Wilge. Vielleicht klappt es mal wieder. Ja, was war da noch? Ach, das Schönste war ja mit der Baureihe 50. Das war ein Kuddelmuddel. Also ich habe ja die Baureihe 50 im Schuppen gefilmt und habe die Nummern von der Rauchkammer abgelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf einmal zweimal die 48 habe. Und bei mir im Hinterstübchen ist immer 48, 48. Das ist die Traditionslok vom Chemnitzer Museumsbahnhof. Und die hat einen Neubautender. Wieso habe ich die jetzt zweimal? Hä? Komisch. Ja, dann schrieb mir ein Modellbahnfreund, dass hier an der Führerhausseite 3520 steht. Das habe ich gedacht, wie kommt an die. Ich wusste ja, die Neubautenderlok, das ist die jüngste. Wie kommt da die falsche Rauchkammertür schon von der 48 an? Naja, nach einigen Hin und Her hat sich dann aufgeklärt, dass die neue, die 3520 ist. Und die Chemnitzer Lok, ja, die 3648. Naja, und was soll ich euch sagen? Das habe ich auch Tillich mitgeteilt. Und was kam? Ein Paket. Und weil Weihnachten ist,
machen wir ein Paket auf. Und da muss ich mal sagen, bei aller Kritik, die ich auch manchmal anbringe bei Dillisch, dieses Jahr nicht, das läuft. Der Kundendienst ist spitze. Also herzlichen Dank, Firma Dillisch. Jawohl, was ist drin? Die richtige Rauchkammertür. Jetzt könnte man sich noch fragen, ob da dafür so ein großer Karton notwendig ist. Aber das will ich heute mal in Milde nicht tun. Da freue ich mich. Also nochmal herzlichen Dank an die Firma Dillisch, an allen Mitarbeitern. Frohes Fest. Macht weiter so. Ich hoffe, dass der Weg jetzt von 22 weitergegangen wird, also die 42 und die 52 Steifrahmtender und die E77, das waren wirklich super Modelle, ja, und Bogen sowieso. So, und hier die Geschichte mit der 50, vorne wie gesagt, hier ist der 48 dran und an der Seite die 3520 und jetzt habe ich die richtige Rauchkammertür. Ja, das gewechselt. Ja, und dann, komischerweise, wenn wir gerade bei Dillisch sind, haben wir ja über die Baureihe 84 und 95 gesprochen. Und mittlerweile hat Dillisch schon die Überarbeitung der Antriebe angekündigt, als hätten sie es gehört. Dann kommt noch im Januar ein neuer DT-Kurier. Und wenn sich nichts redaktionell geändert hat, kommt da ein kleiner Beitrag von mir drin vor. Also kauft den TT-Kurier im Januar. Gibt es eine schöne Geschichte, mal ein bisschen anders geschrieben. Ja, und möchte noch mal daran erinnern, dass ich noch ein paar Bücher und Wagen habe. Schaut beim zweiten Türchen rein. Und nochmal ein kleiner Hinweis, wer da was haben möchte, schreibt bitte auch in den Kommentar eure E-Mail-Adresse oder irgendwas rein. Ich muss euch ja irgendwie kontaktieren. Ich schreibe mir das raus und lösche das. Das kriegt keiner zu sehen. Braucht ihr keine Angst zu haben. Aber wenn ihr bloß reinschreibt, ich hätte Interesse, ja, und euer YouTube-Kanal hat keine Inhalte und keine Kontaktmöglichkeiten, wie soll ich das machen? Mit mir könnt ihr immer in Kontakt treten. Da gibt es oben Info. Kanalinfo und wer bei YouTube angemeldet ist, sieht dann auch meine Adresse, kann man dann unten lesen. Und die PayPal-Adresse ist auch eine E-Mail-Adresse, also eigentlich ist es bibi leicht. So, und ich habe auch noch Post gekriegt, per Brief, ganz altmodisch, aber da freut man sich besonders, da hat man was in der Hand. Und auch da dafür herzlichen Dank. So, nun kommen wir langsam zu der Sache heute. Und ist ja logisch, ist auch ein kleines Märchen, dass genau 24 Baureihen vorhanden sind bei mir. Also ich habe keine weggelassen, mal die Unterbaureihen nicht beachtet, aber ne, immer 50 zum Beispiel wäre ja eigentlich 50 und 50, 35 sind ja zwei verschiedene Baureihen. Streng genommen, aber 50, so habe ich es gezählt. Haben wir ja Glück, dass der 78 noch nicht da ist, dann hätte ich ja eh nicht doppelt machen müssen. Ja, nun schließt sich halt der Kreis wieder bei der Baureihe 99. Ja, klick auf. Jetzt stehen wir genau an der Stelle, wo das Foto gemacht wurde. Auf der Schallplatte. Ja, und es hat sich vieles verändert. Die Fabrik ist weg, der Schornstein ist weg, der Giebel im Bauernhof ist nicht mehr mit Schiefern verdeckt, der Garten ist weg, der Gartenzaun ist weg und es gibt massenweise Autos. Jetzt gucken wir uns lieber das Modell an. Und natürlich, wie nicht anders zu erwarten, ist das Ende die Baureihe 99. Und zwar die sächsische 4K. In der Baureihe 99 sind ja alle, jetzt geht das schon wieder los, sind ja alle Schmalspurbahn-Lokomotiven eingereiht. Und ihr seht es hier schon wieder. Ja, das ist ein Gefriemsel hier mit diesen TTE. Wagen. Kupplungen hier, die
sind ein bisschen steif und die machen in der Kurve gerne mal raus. So, das ist der Personenzug, den kennt ihr ja schon von vorigen Jahr. Aber bei den Güterwagen gab es ein bisschen Zuwachs. Ja, zack, ist er wieder ab. Also ich habe da ja auch noch keine Anlage dafür. Stehen eigentlich nur in der Vitrine. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie das mit den Kupplungen betriebssicher wird. Naja, tun wir jetzt mal nur die Lok betrachten. Gleich mal alles umhängen, mal sehen, was dann passiert. Also das sind top Maschinchen hier von der Firma Veit. Da gibt's nichts. So, jetzt haben wir's. So, dann haben wir mal schön den Personenzug gesehen und jetzt geht es mal an den Güterzug. Und da habe ich ja einen Rollwagen und da ist Fummelei angesagt. So, da hinten stehen sie schon. Und dann geht es los mit dem Schmalspur-Güterzug. Da ist der Klappdeckelwagen hinten dazu gekommen. Und jetzt machen wir uns mal an den Rollwagen. Tja, da brauche ich jetzt hier die Stangen dazu und die werden tatsächlich mit einem, na wie im Original, mit Bolzen gesichert. Aber könnt ihr euch ja vorstellen, wie piepselig das ist. Da muss ich jetzt hier so einen Bolzen abmachen und muss den hier in die Öse, in die Kupplung stecken. Und auf der anderen Seite mit den Haken an die Lok. So, das mache ich jetzt, das filme ich aber lieber nicht, das wird ihr gefunden. So, ich habe das jetzt gemacht. Sieht natürlich gut aus, aber Freunde, wenn da auf der Anlage mal was passiert, das Ding umkippt, der Bolzen raus, ist er weg. Also eigentlich, das sind wir jetzt ja schon jede Menge dabei. Aber eigentlich bräuchtest du dort gleich mal eine Handvoll solche Bolzen. Weil wenn du da einen ganzen Zug zusammenbastelst, da hast du zu tun. Aber es hält wenigstens zusammen. So, das ist jetzt auch der Packwagen vom Herrn Lorenz. So, und hier seht ihr das mal. Also das ist auf der linken Seite wirklich mit Öse und Bolzen gekuppelt und rechts wird das oben in die Kupplung eingehängt.
Also die hat Voreigenschaften, das ist ein Träumchen. Höchstgeschwindigkeit. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Also die fährt, wie gesagt, hier, wie sich das gehört. Wunderbar. Das war's von 2022. Macht's gut, bis nächstes Jahr. Euer Taubruder Harry. So, und nun wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt viel Spaß mit eurer Familie. Lasst mal das Handy aus. Und ja, eins wollte ich noch sagen. Ich habe heute mal nachgeguckt, also ca. 1500 bis 2000 Aufrufe hatten immer die Videos. Und heute habe ich mal geguckt, wie so die Altersstruktur ist. Ja, da ist mein Alter natürlich Nummer 1. So, also zwischen 55 und 65. Drüber noch ein paar, drunter noch ein paar. Aber die Jugend, tja, kann ich mir auch schlecht vorstellen, wenn man ein Handy in der Hand hat, wie will man da was bauen? Naja. Drüber Aussichten. Also, ne, schöne Weihnachten und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt schön gesund und da hoffen wir mal, dass die Modellbahn so schön weitergeht, obwohl es jetzt natürlich andere Sorgen gibt. Ja, die Blödheit stirbt nie aus. Und dann sehen wir uns wieder. Und morgen und am zweiten Feiertag gibt es auch noch ein schönes Video. Kann ich euch sehr empfehlen. Und wer hier noch ein bisschen Musik haben will, den empfehle ich das Video heute zum Heiligen Abend. Macht's gut, euer Teilbruder. So, jetzt geht's los.